Dann renn ich mal lieber wieder aus dem Jagdgebiet raus. Am besten hier drüben hin. Mein Fokus empfängt. Level up für Sturmbändiger. Der hat heute einen Laufer. Ich bin der Meinung, der Voice-Bot war gestern nicht da. Ich habe das nicht einmal gelesen gestern. Zumal Eden ja gestern auch vor Ort war und nicht einen Level hatte. Sie sagte was von wegen Scan, ich finde nichts. Was bist du denn jetzt überhaupt? Da vorne ist dieses Jagdgebiet, wie gesagt. Okay. Ist das da hinten ein Grafikglitch oder machen die da was Merkwürdiges? Ist was kaputt, glaube ich. Die springen Funken oder sowas vielleicht. Die düngen die Felder. Ja, oder so. Die machen Pipi. Pipi. Gar nicht da. Links oben. Nee, L1. L1. Okay. Genau, jetzt X. Wieso ist der erste von euch geflohen und die anderen greifen an? Ah ja, ich wollte Heilkraut sammeln, ne? Muss, ja. Du lass dich aber nicht treffen. Du hast ansonsten unten noch Medizintränke, ne? Die kannst du auch aufbrauchen. Weil wir finden immer wieder welche. Oh, das sieht aber schön aus, ne? Ja. Dieses Metallgehäuse. Das muss Teufelsdurst sein. Teufelsdurst? Der Alten. Aus der Metallwelt. Ja, hier in der Nähe sollte ich auch hin. Luca, willkommen zurück. Ich grüße dich. Grüße dich. Hast du Punkte mitgebracht oder was hast du getan? Vielleicht finden wir hier noch irgendwo so eine Metallblume. Sehr das kann sein. Reich. Ja, von der Grafik gefällt mir das Spiel immer besser, oder? Also, so von der Atmosphäre kommt das schon echt an Last of Us hin ran, ne, oder? Habe ich Last of Us nie ganz so okay. gespielt. Okay, an dieser Stelle beenden wir den Stream. Ich mach mal die Kamera aus und verprügel Cedric eine Runde, ja? Er hat Last of Us nicht gespielt. Also, doch, gespielt habe ich es, aber nicht durch. Aber nicht durch, okay. Dann. Ich habe keine PlayStation 3 gehabt, bis vor kurzem. Warum nicht? Achso, PS3, achso. Okay. Ja. Aber es gibt es auch für PS4. Die habe ich auch nicht. Ja. Was spielst du denn dann? Weil die Xbox einfach besser ist. Was spielst du denn dann? Was? Ja, was spielst du denn dann? Wenn du keine PS4 hast. Ja, ich spiele auf meiner Xbox One. Ja, aber da gibt's ja keine Spiele drauf. Ja, klar. Ja, aber was gibt's denn da für Spiele? Ja, Halo 5. Ja, und weiter? Oh. Jetzt muss ich erst mal überlegen. Ja. Was gibt's denn da für Spiele? Die Halo Master Chief Collection. Ja, Borderlands habe ich drauf gespielt. Ansonsten eine Menge geschenkter Spiele. Also Luca ist ja auch bekennender Xbox-Fan. Das ist gut so. Er streamt ja auch Xbox ganz viel, ne? Also Gears of War hast du gesagt, sieht so ein paar Sachen. So aus, wie Ross das beschrieben hat. Das Signal kommt wohl aus seinem Kopf. Ja, und also ich finde die Xbox auch super. Ne? Also der Vorteil der Xbox ist wirklich der Controller. Da kann jeder sagen, was er will. Unangefochten, definitiv. Aber die Exklusivspiele war jetzt so das letzte halbe Jahr bis Jahr wirklich absolut mau, ne? Gears of War 4. Okay, weiter. Ja, im Prinzip hast du jetzt keine Exklusivtitel mehr, weil, oh Gott. Weil du hast ja jetzt dieses Play Anywhere und das sind ja dann immer noch Microsoft-Exklusivspiele. Das muss man ja auch so sehen, also wäre Halo Wars da auch noch mit drin. Ja, aber das, was auf PlayStation nicht erscheint. Halo Wars, okay. Okay. Ansonsten, was war da jetzt noch? Gute Frage.
Ich gehe auch mal davon aus, dadurch, dass jetzt demnächst die Scorpio kommt. Die hole ich mir auch definitiv. Ja. Ich gehe davon aus, dass Xbox auf der E3, also Microsoft auf der E3, ein richtiges, heftiges Line-Up präsentiert. Ja, das denke ich auch. Das hoffe ich vor allen Dingen auch stark. Das müssen sie auch langsam mal wieder. Ja. Und das verbotene Wort ist natürlich TV. TV? TV Fernsehen? Ist das verbotene Wort. Weil die zuvor, ich glaube, letzte E3 oder vorletzte E3 so mit der TV-Box... Das war nicht mal die E3, das war eine Vorpressekonferenz, wo die eigentlich nur die Aspekte des TVs beschreiben wollten. Okay. So, die wollten... Haben die, kann ich nicht tragen. Was? Ich habe keine Modifikation mehr. Okay, dann geh mal in dein Inventar, bitte. Ja. Dann gehst du mal auf die grüne... Auf Waffen, genau. Nee, geh mal auf Herstellen oben. Genau. Ja. Jetzt Waffen modifizieren. Klick mal drauf. Jetzt nach rechts, genau. Jetzt klick mal drauf. Nochmal. So. Schockspule. Das rüstest du jetzt mal aus, bitte. Okay. X einfach lange gedrückt halten. Perfekt, jetzt gehst du wieder raus. Ja, raus. Und jetzt gehst du mal auf Outfits modifizieren. Mhm. Ist schon was modifiziert. Geh mal wieder raus. Ja. Ja. Und jetzt gehst du wieder raus. Und kannst dann aufheben, auf jeden Fall. Wow. Gut, nee, wie gesagt, ich hoffe auch, dass da was kommt, auf jeden Fall. Da vorne ist die Giraffe, da ist ein Turm. Den musst du beklimmen, auf jeden Fall. Das hatte sie da kommt er. Wahnsinn! Das ist kein Gegner, da musst du rauf und oben deine Lanze in die Scheide stecken. Also ich muss und dann hast du das komplette Gebiet erkundet. Ich muss das Vieh hochklettern? Ja, oder? Du musst das Vieh hochklettern. Wie muss ich das denn machen? Keine Ahnung. Versuch es einfach. Du musst das Vieh hochklettern. Gehüpft? Nein, komme ich bestimmt nicht hoch. Okay. Ich muss es anders versuchen. Ich muss vom Gebäude da raufspringen wahrscheinlich, weil Nein. Die patrouilliert. Wird spekuliert? Okay. Ach, der umrundet das Gebäude? Ja, die patrouilliert hier rum. Und jetzt muss ich bestimmt das Gebäude hier irgendwie hochkommen. Ja, ihr Lieben, also, der Energy Drink, der ist für 5 Minuten immer noch aktiv. Also, wer ihn haben will, 500 Punkte und er ist eurer. Sehr schön mit dem Regen auch, ne? Ja. Er erzeugt eine leicht erdrückende Atmosphäre, also nicht negativ erdrückend, meine ich, sondern eine... Also festhalten ist jetzt auch nicht so die Queen drin, ne? Oh. Warum muss ich immer Glitches in Spielen finden? Kann mir das mal jemand sagen? Tja, es weiß keiner. Du wolltest auf jeden Fall noch irgendwas mit der Xbox erzählen, glaube ich, ne? Ja, ich hoffe, wie gesagt, dass sie halt ein vernünftiges Line-Up für dieses Jahr noch zeigen. Neue Franchises vor allen Dingen, ne? Ja, nicht immer Halo. Die haben immer Halo... vorgeschickt, komm, Halo macht das schon und weiß der Geier was. Aber ganz ehrlich, das zieht ja mittlerweile leider gar nicht mehr. Ne? Das hat ja irgendwie ein bisschen an Magie verloren. Da kannst du ja drüber springen. Oder halt nicht, warum hörst du auf mich? Das hätte geklappt, sie hat ja gesagt von da aus. Ja. Jetzt kannst du da vielleicht rüber mit der Dings. Um vielleicht, ja genau. Also noch so einen Stoß überlebe ich nicht. Nee, das kommt so nicht. Von da garantiert nicht, aber. Meine Stiefel werden ganz nass. Von hier vielleicht. Wenn ich hier lang kommt. Oha. Gefällt, aber sowas von. Aber das schafft der Cedric jetzt. Oh, oh, oh. Oh, sauber! Geschafft. Boah, ich krieg mal so. Mega geil gemacht, oder? So mit dem Mitschwingen und so. Mhm. Da kriegt man ja richtig Angst, jetzt runterzufallen. Oh, ich dachte schon, du fällst jetzt runter, ne? So, jetzt musst du deine Lanze reinhauen. Ja. Ich dachte schon,
Drück! Drück! Ja. Er ist unser auf jeden Fall. Guck mal auf die Karte, bitte. Ja, boah. Jo. Damit haben wir das Stück auf jeden Fall. Damit haben wir ein kleines Stückchen erkundet. Ein Mir, der so mutig auf den Langhals geklettert ist. Heftig. Was bedeuten denn die blauen Sachen eigentlich da vorne jetzt? Siehst du das oben in der Leiste? Was bedeuten die eigentlich? Hast du da eine Ahnung? Welche blauen Sachen? Jetzt runter? Genau. Meinst du das da? Da zeigt ja nichts an, ne? Nee. Naja gut, okay. Dann spielen wir jetzt erstmal weiter, bevor wir jetzt hier dem nicht nur... Aber ich glaube, hier sind zum Beispiel diese Jagddinger. Ja. Und das wird dann wahrscheinlich so eine Todesprüfung oder irgendwie sowas sein. Wollen wir da mal hingehen? Ja, du musst jetzt erstmal die Nebenquest da im Jagdgebiet. Da unten links ist auch noch was. Das da. Die Spur der Kriegsherren. Ach ja, stimmt. Das ist ja hier praktisch die Nebenquest der Hauptsache. Mhm. Und diese Nebenquest ist dann wahrscheinlich so Medaillenjagd und sowas. Müssen wir dann auch gleich nochmal schauen, auf jeden Fall. Ich geh dann mal lieber dahin. Und Level up. Rechts kannst du nebenbei noch ein bisschen was flicken. Maximale Gesundheit plus 10, das finde ich sehr gut. Ja. Ich muss ja aber sagen, ich bin ja immer ein bisschen anti, was solche Spiele angeht. Weil? Einfach nur so. Ich bin beim Mainstream immer irgendwie anti. Ich lasse mich auch gerne vom Gegenteil überzeugen. Aber ich finde langsam, aber sicher, hätte ich gerne mal wieder ein gutes Spiel, was auch viel gepusht wird, auch von den, ne, von Werbe, also wo auch viel Werbung reingesteckt wird, was mal bitte nicht Open World ist. Weil in den letzten Jahren, ich habe fast nur Open World Spiele gesehen. Ja, da läuft ja was hinterher übrigens. Ah ja, das kann ruhig laufen. Dark Souls Taktik, wie gesagt. Einfach rennen, rollen und nicht getroffen werden. Ja. Finde ich auch. Schön, dass er da wieder da ist. Rechts neben Cedrics Kopf. Gib mir mal bitte den Kenny her und den Helm. Genau. Einmal hier den Kenny. Das ist ein kleiner Kenny. Der ist von Jana. Und das ist ein Green Bay Football Helm. Den habe ich vom Flo mal zum Geburtstag, glaube ich, geschenkt bekommen. Auch ziemlich cool, ne? Ah, da gibt's noch Mutterkrone. Magst du mal da hinstellen wieder? Ah, tu dies, mach das. Auch wieder richtig schräg hinstellen. Schräg hinstellen. Oh, boah, bitte! So? Ja, geht doch. Dankeschön. Ja, der Kenny ist cool, ne? Hier muss der Angriff auf den Kriegstrupp stattgefunden haben. Also, es wollte keiner den Energy Drink haben. Dementsprechend dann vergeben wir den heute halt nicht. Ne? Dann hätten wir aber auf jeden Fall. Die Dose ist leicht defekt. Ja, egal, komm. Kann trotzdem. Weil die defekt ist, geben wir die halt ohne Punkte. So. Ist das eine Leiche vor ihm auf dem Boden? Erstmal die Leichen looten, bevor wir hier mit den NPC reden. Ich hab Wüstenglas gekriegt. Okay, sagen wir 250 Punkte für die leicht beschädigte Spardose. Die Heile haben wir ja gestern schon verlost. Betreten bei Todesstrafe verboten. Treffender Ausdruck bei Todesstrafe. Tja, der hier hat seine Strafe bekommen. Wer war er? Ein Dieb, Sklavenhändler, Mörder. Der Typ, der ehrliche Mörder in Verruf bringt. Val sagte mir, an der Straße würden Banditen lauern. Tja, so simpel ist das nicht. Die greifen nicht immer an. Die meisten schlagen ein Lager auf und sitzen faul rum wie Schimmelpilz. Es sei denn, jemand unternimmt etwas dagegen.
Du gefällst mir. Ach so, Moment, stopp. Spur auf der anderen Seite der Ruinen. Ich warte dort. So, stopp. So. Derjenige, der gewinnt, den knüpfe ich nur 250 ab. So. Wolltest du jedem 250 abknüpfen gerade? Oder? Ja, genau. Der wollte bei jedem Eingang 250 dann haben. Nein, nur derjenige, der es gewinnt. Der kriegt 250 abgezogen dann. Vielleicht hat die Kriegsherrin etwas hinterlassen. Irgendeinen Hinweis. Viele Maschinen. Und alle werden von den Mördern kontrolliert. Sie haben eine ganze Horde von ihnen den Hang hinuntergeschickt. Ach, deswegen werden die Maschinen auch immer wilder, weil Leute die kontrollieren können? Ja, kannst du ja auch. Echt? Ja, aber nur zum Reiten, glaube ich. Kannst du eine Lagerfeuer machen oder was? Achso. Oh, Essensreste untersuchen. Ja. Essensreste? Hier haben die Mörder gegessen, bevor sie ihre Falle... Ein Mittagessen vor einem Blutbad. Diese Monster. Jetzt eine Quest nach... Oh, verdammt. Die Nora konnten einen Verderber erledigen. Aber vorher haben die Mörder ihn benutzt, um andere Maschinen auf sie zu hetzen. Ich soll mit irgendjemandem reden, der hier rumsteht. Ich sehe ihn aber nicht. Doch, hey, du blablabla, hat doch irgendjemand gerade gerufen. Ja, aber ich weiß nicht von wo. Dann such ihn. Ich sehe hier niemanden. Du da! Mir lauf jetzt noch mal. Sagt, wo der steht. Lauf mal weiter. Wir müssen auch irgendwo dann. Ach, da. Die Toten und Verwundeten alle weg. Gibt's hier keine Krieger und Heiler mehr? Nur ich. Du bist verletzt. Was ist passiert? Was nicht? Die Hölle ist los. Sona schickt mich, um Bericht zu erstatten. So nütze ich ihr nichts. Derzeit Horizon. Baal sagte, dass Sona die Mörder verfolgt. Hatte sie Erfolg? Wir folgten ihrer Spur, aber wieder und wieder griffen uns ihre Maschinen an. Meine Wunden schwächten mich, also schickte Sona mich zurück, um auszurichten, dass sie den Kampf nicht aufgibt. Low Carb und Proteinpizza müsste das gleiche sein eigentlich. Das ist mit Thunfischbohnen, oder? War ich. Ich dachte, die Erprobung sei unser dunkelster Tag. Aber ich lag falsch. Die Kriegsherrin versammelte noch die Nachhut. Und blind vor Wut tappte die Vorhut derweil in die Falle. Dutzende Tod in Minuten. Ohne Sonas Eingreifen hätten sie uns niedergemetzelt. Warum ist Jenny eine Außenseiterin? Varl wollte, dass ich Sona suche. Weißt du, wo sie sein könnte? Ich kann dir sagen, wo wir uns trennten. Beim Metallturm, südöstlich der Ruin bei Teufelsdorst. Ach, da wollen wir gerade mal. Einem Hang mit einem einzelnen Felsen. Ich werde jetzt ins Becken zurückkehren und Varl Bericht erstatten. Urmutter, gebe dir Kraft. Wirst sie brauchen, so allein. Malte Pertsch. Ja, den kenne ich auch noch von früher. Begib dich zu Sonas letzten bekannten Aufenthaltsort, okay? Ja. Willst du nicht? Guck mal da unten, hier sieht, da sind noch so Sachen auf jeden Fall. Die Spur der Kriegsherrin. Ach, das ist ein Banditenlager. Okay, ja, das wollte ich dann lieber. Und da ist noch eine Quest da unten. Wie ist das? Da? Ja, die hatte ich gerade schon zum Teil angenommen. Ich soll so einer Rauchspur folgen und dann komme ich da hin. Ja, kannst du dann, musst du den rechten Stick reindrücken und dann kannst du so eine Spur sehen und dann musst du R1 drücken, damit er dich verfolgt. Dann kannst du die ohne das Gerät dann sehen, die Spur. Okay. Ach, das war... Hatte den hier, habe ich mit ihm geredet. Ein Fertigteich? Wo hast du den denn gekauft, Alter? Aus was besteht das dann? 44 Gramm Eiweiß, 3 Gramm Fett und 20 Gramm Kohlenhydraten.
Alter Schwede. Der hat mir gerade gesagt, von wegen Rauch hinter, also Rauchspur irgendwo. Geh mal zum Ausgangspunkt. Der. Bist du schon am Punkt, oder? Ja, was? Hier habe ich die Quest, von dem habe ich die angenommen. Okay, dann mach jetzt mal. Genau. Dann sagt er irgendwas von hinter den irgendwelchen Bergen, soll ich irgendwelchen Rauch folgen. Du musst auf den Boden gucken erstmal. Wenn Sie sehen, sehen Sie nichts. Geh mal. Bald. Gutes widerfährt denen, die auf der Lauer liegen. Was ist denn da hinten? Das ist der Typ, der gerade gesagt hat, wo die Kriegsherrin, zuletzt gesehen hat. Ich habe jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht so mitbekommen. Ja, du hast auch mitten, als ich die Quest angenommen habe, das Gewinnspiel gestartet, weswegen ich auch nicht so alles mitgekriegt habe. Was er so toll gesagt hat, weil ich die Texte ja nicht lese. So. Ich höre mir in die Quest. Nein. Ja, das ist doch so. Okay, das müssen wir auch noch machen. Alles klar. Wie heißt die Quest denn überhaupt? Ich weiß es nicht. Die ist aber da unten. Hier ist sie, da musst du hinlaufen. Machen wir da mal eben hin. Was machen Sachen? Ja, Thunfischbodenpizza ist so dermaßen geil. Noch nie gegessen. Jana macht die beste. Also das kann schon echt gut mit der normalen Pizza mithalten, finde ich. Da wäre ich nicht so traurig drum, wenn ich als anstatt eine Pizza diese Thunfischpizza kriegen würde. Die ist wirklich richtig gut. Sonnenuntergang. Vielleicht kann ich mich etwas ausruhen. Einen ausgekühlten Kopf gar nicht wahr. Der ist heiß wie eh und je. Ja. Das ist ein Lagerfeuer. Immer gerade stehen. Denk nicht an ihr Gesicht. Denk nicht an alles Blut. Der Shit ist heute lahm. Ich kann auch gerade was essen, was ist das? Ich habe auch nur eine kleine Portion schnell in mich reingeschlungen, weil ich ja nachher kommen musste. Deswegen freue ich mich schon auf Nahrung. Du musstest nichts, du kommst freiwillig hierher, hoffe ich. Die Bezahlung ist leider nicht vorhanden. Das geht alles in Fabian. Der ist ziemlich teuer. Ich weiß, ich habe das schon mitgekriegt bei deinem Umzug. Ja. Als es von Fabian dann hieß, er hat mir gerade mal 80 Euro gegeben. Und ich so, ich mache das gerade ehrenamtlich. Das ist halt Fahrausgang. Das klingt, als hätte er Schmerzen. Ja. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis er stirbt. Ich habe schon Sterbende gesehen. Aber nie unter solchen Schmerzen. Ich will stark sein wie du, aber... Ich kann ihm gar nicht helfen. Ich habe nicht mal Traumweide für seine Schmerzen. In Lagern an Kriegspfaden östlich müsste welche sein, aber... Ich muss bei diesem Mann wachen.
Das klingt auch super, Ginny. In den Lager nachsehen? Schon etwas davon würde den Schmerz lindern. Du hast gesagt, du wärst gern stark wie ich. Du weißt also, wer ich bin? Tu ich. Ich weiß, viele wollten dich bei der Erprobung nicht. Aber ohne dich wären alle gestorben. So viel wissen wir also. Gebraucht wurde die Person, die der Stamm nicht wollte. Ich würde mir gern deinen Mut borgen. Für ihn. Du musst nichts borgen, was du schon besitzt. Ich hoffe es. Wie wurde der Mann in deiner Obhut verletzt? Er gehörte zum Kriegstrupp und wurde unten am Grat verletzt. Er war zu schwach für die Reise nach Mutterherz. Darum brachten sie ihn her. Ich soll ihn trösten, doch ich kann ihm nur zuflüstern. Ihn ans Lächeln seiner Mutter. Larissa oder deine andere Tochter? Wie heißt deine andere Nichte? Talina. Talina, genau. Talina oder Larissa? Sag nochmal, was du brauchst. Traumweide. Ein Öl aus der Rinde der Wasserweide, das Schlaf bringt und Schmerz betäubt. Ich habe nichts mehr. Aber Jäger haben Lager an Kriegerpfaden, wo Tiere und Maschinen nicht herankommen. In Lagern an Kriegerpfaden im Osten müsste noch welche sein. Du bist jung für eine Heilerin, nicht wahr? Ja. Ich lerne noch die Grundlagen. Alle wahren Heiler werden in Mutterherz gebraucht. Außerdem gibt es für diesen Krieger keine Heilung. Was er braucht, ist jemand, der ihm beisteht. Und das kann ich tun. Bei Zwiebeln bin ich raus, ehrlich gesagt. Da bin ich schon... Ich suche in den Lagern nach Traumweide, wenn ich es schaffe. Wieso bei Zwiebeln? Es gibt manche Sachen bei... Ich möchte doch nur das Leid... mit Gerichten, die müssen Zwiebeln sein, ne? Mhm. Aber so... Weiß nicht... Allein alles Zwiebeln. Ja. Echt? Hm? Kann ich gar nicht verstehen. Immer als Grundbasis. Erstmal Zwiebeln anbraten. Du bist Aloy, nicht wahr? Es heißt, man hätte dich zur Sucherin mit Wegrecht aus dem Heiligen Land gemacht. Der Storch mit dem Elfchengesicht. Um die Mörder von der Erprobung zu finden. Finde ich gut. Ich kann mir nicht vorstellen, Umutters Schutz zu verlassen. Aber meine Schwester Nakoa ist wie du. Furchtlos. Sie sucht im Norden nach dem Kaja-Offizier Said, einem Hauptmann der Roten Raubzüge. Er ist gefährlich. Ich bin sehr besorgt um sie. Haben die Stammmütter Nakoa wirklich erlaubt zu gehen? Nein, sie weigerten sich. Doch sie ließ sich nicht abhalten, Said zu verfolgen. Er hat unseren Vater bei den Raubzügen ermordet. Nakoa sah es mit an, versteckte sich im Keller und zwang sich zuzusehen. Es veränderte sie. Ich lebte während der Roten Raubzüge im Becken. Wie war es hier draußen? 10 Jahre lang griffen die Kaja ohne Vorwarnung an. Teufel wie Said schlachteten Krieger ab und entführten Zivilisten für Blutopfer. Es endete, als der verrückte Sonnenkönig starb. Laut den Stammmüttern will sein Sohn alles bereinigen. Aber das reichte Nakoa nicht. Du hättest mit ihr gehen können. Das heilige Land verlassen und Urmutters ewiges Gedächtnis verlieren? Nein. Ich flehte Nakoa an zu bleiben, um diesem Schicksal zu entgehen. Sie sagte, es sei ihr egal. Keine Ahnung. Ist sie wirklich verflucht, wenn sie unseren Vater rächt? Das wäre grausam. Ich halte Ausschau nach ihr. Ja, wie ist ein Affenstorch mal eine Banane? Das will ich sehen. Ich weiß, die Stammmütter lassen sie nicht zurück ins Heilige Land, aber ich muss wissen, dass es ihr gut geht. Sie muss durch Mutterkrone gekommen sein. Meine Tante Solai lebt dort. Vielleicht weiß sie etwas und hat mehr Hinweise für dich. Mehr Quests. Noch mehr Quests. Was ich manchmal ein bisschen nervig finde, sind diese langen Dialoge. Also. Einschläfernd. Naja, genau. Aber an sich ist es ja auch gut, aber wiederum dann auch. Manchmal hörst du dir die ganze Zeit nur irgendeine Story an und. Wirklich, ja. Vielleicht ist es auch einfach nur jammern gerade. Guck jetzt mal auf deine Map, wo wir jetzt überall hin müssen.
Weil wir haben doch jetzt schon sehr viel angenommen. Da unten erstmal runter? Überall. Boah, alter Schwede, ey. Dann nehmen wir erstmal den ersten da am nächsten, genau. Ja, und dann.